Hallo Freunde, willkommen zurück zu Reforged Eden. Ich fliege durch das Weltall und farme Data Cages ab. Ich habe jetzt was Neues gefunden, das sind Data Matrizen. Ich bin hier in dem SGR System. Und das sind ja, wie viel, da habe ich es bald. Wie viel von diesen grünen Dreiecken die Data Cages enthalten. Ich bin jetzt in dem hier, Itutosh Xi, Exploration Site Class 4. Bis jetzt war ich immer nur in kleineren. Da war ich noch nicht hinter 2. Hier ist Class 2, hier ist Class 2. Class 4 ist neu für mich. Und da haben wir Data-Matrizen. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Ich habe es vorher noch nie gesehen. Schauen wir uns einfach mal schnell an. Data-Cache. Hier müsste auch direkt einer an der Titan kleben irgendwo. Ah, hier ist die Data-Matriz. Noch eine. Die ist auf 300 Meter, die ist auf 200, nehmen wir die obere. Ist echt spannend, was man so alles hier im Weltraum findet. Also, Hut ab, ich kann es immer nur wieder sagen, was die Modder hier geschaffen haben. Das ist einfach nur der helle Wahnsinn. So, wo ist denn hier oben und unten? Richtiges oben und unten. Das dürfte dennoch die Unterseite sein. Gibt es hier eine Anleitung? Ja, wäre echt schön, wenn da eine Anleitung irgendwo drin geklebt wäre. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Das kann ich nicht einschalten. Das kann ich wahrscheinlich auch nicht. Der Schalter hier ist anschaltbar. Vielleicht ist das irgend so ein japanisches oder chinesisches Brettspiel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut null Plan, was ich hier machen soll. Der ist jetzt nicht mehr schaltbar, der Schalter. Wie dämlich ist denn das? Ich vermute mal, ich muss die Schalter hier außen schalten. Für was die Kringel da sind? Ich kapiere das nicht. Was ist das für eine verquere Logik, die dahinter steckt? Warum kann man nicht alle Schalter schalten? Da ist einer.
Das hat noch mehr Schalter. Versteht es, was will. Da ist ein Totenkopf, den dürfen wir wahrscheinlich nicht schaltern. Irgendwie dämlich. Aha, guck mal da. Irgendeine Tür ist aufgegangen. Frage wo und Frage welche. Ach, ich hatte die Laterne an. Ah. Okay, das ist also eine Teilbelohnung. Ja, heul doch. Schon wieder das Essen leer. Ja, weil du frierst, ich weiß es. Wo ist die Titan? Völlig orientierungslos. Oh, jetzt verrecke ich auch noch gleich. Gott, wie nervig. Ja, warum ist jetzt irgendwas explodiert? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil ich weg bin. Ach, ist das ätzend, hey. Und dass es da auch immer so kalt sein muss, ne? So immer zwei EV-Booster anstecken. Irgendwie unter uns, meine ich. Unsere Habseligkeiten. Ich sollte da die hohe Ausgabe rein. Das Spielfeld ist noch nicht explodiert. Da ist ein Schalter. Ich ziehe jetzt einfach mal an allen Schaltern, die geht. Die gehen. So. Da können wir wieder ziehen.
So. Da oben ist noch einer, den wir nicht haben. Das ist vermutlich Ziel an allen Schaltern auf dem Spielbrett, die es so gibt, dass irgendwann mal außen ein Schalter grün wird. Oder aktiviert wird, sagen wir mal so. Jetzt ist er an. So. Das eigentlich, das sind eigentlich alles nur Würfel, ne? Sind jetzt alle Türchen auf? Ja, die sind alle auf, aber irgendwas da drin ist explodiert. Was da Kuckuck rum? Wahrscheinlich, weil ich weggeflogen bin. Mega nervig. Oder weil irgendwie eine Uhrzeit um ist, weil ich zu langsam gezogen habe. Keine Ahnung. Ich schau mal weiter, was in den kleinen Data Caches drin ist. So, ich sitze jetzt wieder in meiner Titan. Ich habe mehr oder weniger herausgefunden, wie das funktioniert. Also man muss einfach an allen Schaltern ziehen, bis irgendwann mal die cyanfarbenen Schalter außen ziehbar sind, dann gehen die Tore auf. Was man nicht machen darf, sind Felder mit Totenköpfen-Schaltern und man darf nicht wegfliegen, ehe die cyanfarbenen außen geschaltet sind. Und dann gehen alle sechs Türchen auf und man kann die Container leeren. Danach kann man auch wegfliegen, ohne dass das Ding in die Luft geht. So zumindest mal habe ich das eben bei der zweiten gemacht und das funktionierte einwandfrei. Ich bin jetzt mal ein Stückchen weiter gehupft. Ich habe hier nämlich auch in dem Sektor ein Research Vessel. Und da möchte ich jetzt mal meine ganzen Schnipsel abgeben. Wir haben 33 Terabyte plus 10 Terabyte. Das sind 43 Terabyte, wir hatten 60 irgendwas. Dürfte sich mit Glück ausgehen. Das letzte Mal war ich ja auch in den Banditensektor gehüpft und habe da die Titan mehrere Male zu Schrott gefahren und wieder repariert. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wie geht es nicht. Und ich habe tatsächlich viel gelernt. Zum einen manche, warum auch immer, Preuß, im Speziellen die Headquarter, die Bandit Headquarters, die haben nicht meine Geschütze abgeschossen, sondern die haben hier vorne relativ zielgenau in der Mitte, unterhalb des Knubbels, das schwarze Viereck, das haben die durchgeschossen. Das ist nur eine Xenostahlplatte oder zwei, vielmehr zwei Xenostahlplatten. Und da hinten dran ist der Warp-Generator. Und den haben die mir relativ zielgenau rausgeschossen. Da ist eigentlich überhaupt gar nichts passiert. Es hat mal kurz gescheppert. Die Titan ist einwandfrei weitergeflogen. Die Schubdüsen, die in der Nähe des Warp-Generators sind, haben das also anstandsfrei überlebt. Danach hat die Basis angefangen, meine Geschütze runterzuschießen. Die Nase von der Titan, die war am Ende
relativ unverdellert und nur noch partiell da. Also nicht unverdellert, sehr verdellert und nur partiell da. Und was ich auch rausgefunden habe, ich hatte ja Probleme mit den Schilden. Also nicht mit meinen eigenen, sondern mit denen der Gegner, die runterzuschießen. Ich habe ja dann schwere Lasergeschütze drauf. Das ging ein bisschen besser. War immer noch nicht zufriedenstellend. Und dann habe ich auch die Bekanntschaft gemacht mit einem Capital Vessel Shieldbreaker. Und der hat teilweise Geschosse auf mich geschossen. Und dann waren so ein Drittel von meinen Schilden weg. Oder 20%, sagen wir mal. Der hat die relativ schnell runtergeschossen. Und dann habe ich mir gedacht, was der kann, müssen wir auch können. Und habe in meinem Forschungsbaum geforscht. Wie kann der das machen, ohne dass ich es machen kann? Die Lösung ist hier unten. Etwas, was ich völlig ignoriert habe, weil es eben ein Raketenwerfer ist. Das ist der EMP Großmissile Launcher. Und der EMP Großmissile Launcher, der macht 10.000 Schaden. 10.000 echte Schaden. Allerdings nur auf Schilde. Ich habe mir hier zwei EMP Großmissile Launcher vorne hingestellt. Ich habe die schweren Laser wieder runtergebaut. Ich habe hier EMP Großmissile Launcher. Zwei Stück feuern. 10.000 Schaden auf die Schilde. Das Headquarter war mit den Lasern, die drauf sind und zweimal EMP-Missile auslösen, faktisch schildfrei. Wir müssen noch ein Stück runter. Ist der helle Wahnsinn. Der Shieldbreaker vom Herrn. Ich werde, wenn ich wieder Auxilio-CPU-Teile genug habe, natürlich mir noch zwei von denen EMP-Dingern draufstellen. Dann habe ich vier EMP-Großmissiles, das sind 40.000 Schaden mit einmal schießen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Schild mehr wie zwei Salven aushält. Also das wären dann 40.000 mal 2 sind 80.000 Schaden. Da ist eigentlich relativ schnell Ruhe in der Kiste. Wir schauen einfach mal nach, was die Schilde hier so zu bieten haben. Die Progenitor-Schilde, das wären die dicksten, die es gibt. Das Bastion-Schild ist das dickste, das hat ein Schild von Lebenspunkte 20.000, CPU 50.000. Wie viel Schild macht das Ding? Ich weiß es nicht. Trefferpunkte 60.000, ja doch, Trefferpunkte 60.000, das heißt, das dickste Schild, das es gibt, hat 60.000 Trefferpunkte. Also zweimal Husten, Schild weg. Basisschilde sind ja auch recht dick. Höhlenpolarisierungsschild. Der Standard hat 30.000, wie gesagt, der Progenitor 60.000. Da ist Ruhe in der Kiste. Das Thema Schild wäre damit ein für alle Mal erledigt. Man könnte es natürlich übertreiben und gleich 6 Grußmissiles draufbauen, dann ist mit einmal Husten das Schild unten. Dann können wir uns auch die ganzen Laser sparen, dann können wir tatsächlich hingehen und auf Raketen- oder Projektilgeschütze gehen. Je nachdem, was wir dann nehmen. Ich denke mal, Kanonengeschütztürme sind nicht schlecht. Verbesserte Kanonengeschütztürme. Raketen, ich weiß es nicht, ich knurr drum, aber die EMP sind für 1.6 absolut gesetzt, um die... Ich glaube, das muss ich beim Computer eintauschen. Um die Schilde zu demolieren, also... Da gibt es einfach nichts, was da dran kommt. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die bisher ignoriert habe, aber andererseits muss ich sagen, wir hatten bis jetzt keine CPU für den ganzen Spaß.
So, wir haben 66 Terabyte, 67, 92, 97, 1, 2, 3. Back to Main Menü. Und jetzt machen wir Progenitor Research. Create a Progenitor Translation Matrix for 100 Terabytes. Das machen wir. So, die Translation Matrix gibt Zugriff für die Ancient Progenitor Computersysteme. Und Progenitor Subspace-Signale sind an den Ecken und Rändern der Galaxie entdeckt worden. Back to Main Menü. Jetzt haben wir eine Progenitor Translation Matrix und sind genauso schlau wie vorher auch. Required to access the Core System Controls und Progenitor Cores and other Progenitor Computer Systems. Alles klar. Okay, den Hinweis haben wir ja erhalten, dass wir an. Eigentlich könnten wir die auch eintauschen, dann habe ich die aus dem Inventar, ne? Die sind ja gespeichert, die verfallen ja nicht. Dass wir Progenitor Core Systeme suchen müssen. So, habe ich zufällig noch Warp Drive Upgrades? Nee, Warp Drive Data habe ich keine. Sehr schön. Schrittweise aufs Ziel zu. Der Chatty Guard wird uns vermutlich nichts Neues erzählen. Ach ja. Er wollte in einem Rogue-Asteroidenfeld etwas abbauen und hat da ein zerstörtes Zirax-Patrouillenschiff gefunden, das von Drohnen zerstört wurde. Sowas hat er noch nie gesehen. Er ist sofort umgedreht und hierher gekommen. Das kann ich verstehen. Mit den EMP-Missiles sollten wir auch relativ schnell die Drohnen Nullifiers entschildet haben. Wir müssen einfach davon ausgehen, wenn wir uns mit Drohnen Nullifiern anlegen, mit der Titan, dass wir unseren Mobcan vorne verlieren, nacheinander auch die Geschütze verlieren. Das ist ein Risiko, das wir eingehen können. Wir können jederzeit auf die 20-Kilometer-Marke flüchten, da haben wir unsere Ruhe und einen Warpkern einbauen, beziehungsweise auch einen Warpkern herstellen. Ich bin aber der Meinung, dass ich einen auf Lager habe für den Fall der Fälle. Offensichtlich ist das nicht so. Das Ding läuft auch schon bald über. Ich habe hier die ganzen Waffen, die ich rumfahre. Ich muss mich damit nochmal beschäftigen, mit den Spezialwaffen da. Ich weiß auch schon wie. Ich werde mir eine irgendeine Basis kabern und einfach mal mit einem Geschütz auf ein. Oder also ich werde auf der Basis eines meiner eigenen Geschütze montieren und einfach dann mit der Titan auf das Geschütz jeweils einen Schuss abgeben und schauen, was einfach den wie der Nominalschaden ist. Und wenn wir den Nominalschaden wissen, was er dann tatsächlich auf die Armorblöcke bzw. also Geschützblöcke macht, dann können wir die Excel-Matrix neu kalkulieren und dann finden wir raus, was da am interessantesten ist. Denn ich habe festgestellt, dass der angegebene Schaden hier nicht zwingend der Schaden ist, den das Gerät dann auch auf ein
Geschütz ausführt. Das sind ja Damage Modifiers dabei, das sehen wir ja. Und das ist zwar schön, dass es die gibt, aber es steht halt leider nicht der effektive Schaden dabei, der rauskommt. Deswegen werde ich den jetzt einfach selbst rausfinden. Erst das Maria, die Baufirma da draußen macht an Radau. Ich werde den dann selbst rausfinden, dann werden wir die Excel neu kalkulieren und dann überlegen wir uns, was wir als nächstes auf die Titan draufschrauben. Denn wir wollen uns ja hier mit den ganzen Drohnen und dem Endgame-Content beschäftigen in naher Zukunft. Also erstmal mit Drohnen und dann mit dem Endgame-Content. Ich habe hier auch ein Planeten gefunden. Ich weiß allerdings nicht, ob wir den heil überstehen. Der hat fast 3G Schwerkraft. Es sind aber Abyssal-Zirax dort. Abyssal-Zirax, die können auch wahnsinnig geilen Loot droppen. Ich weiß nicht was, aber ich habe gehört, dass sie das können. Das ist auch Richtung Endgame. Und der Fahrplan, den ich jetzt so vor Augen habe, ist einmal Drohnen abfarmen, damit wir mehr CPUs kriegen. Nach Leisha flitzen, den vierten Key holen, dass wir mal mit der Quest auch weiterkommen. Und anschließend werden wir die Core-Systeme anfangen zu suchen und schauen, wie das mit den Core-Systemen funktioniert, wie wir die aufschließen können, wie es dann weitergeht. Dann geht's nach Progenitor Space. Und spätestens wenn wir im Progenitor Space sind, haben wir das Endgame erreicht und das wird spaßig werden. Aber wie gesagt, das ist der grobe Fahrplan. Eine ganze Weile werden wir unterwegs sein dafür. Schon allein, bis ich die ganzen Drohnenparts gesammelt habe. Wir brauchen, nein, wir können, wir dürfen. Das ist jetzt wieder heute alles eine sehr theoretische Sendung, ich weiß es. Wir dürfen davon wie viel aufstellen? Maximale Anzahl 10. Das heißt, wir kommen auf 3,3 Millionen CPU Verringerung plus unsere 2 Millionen, die wir sowieso haben. Das heißt, wir hätten in Summe schon einmal 5 Millionen CPU Punkte verbaut. Mit 5 Millionen CPU Punkte bin ich mir ganz sicher, dass wir ins Endgame kommen können. Dass wir uns da auch halbwegs schlagen können mit 5,5 Millionen CPU. Und dann gibt's ja hier noch irgendwo die Progenitor-CPUs. Wo gibt's die denn? Hier gibt's auf jeden Fall die Progenitor-Tech. Die kostet auch massiv CPU, also da müssen wir auf jeden Fall. Der Antimatter Warp Drive, der ist natürlich auch klasse, der braucht Ressourcen ohne Ende. Da müssen wir natürlich, wenn wir uns das Ding aufstellen, den Warp Drive in den Hangar basteln und nicht vorne in die Nase rein, weil wenn der rausgeschossen wird, das ist viel, viel, viel zu teuer, den möchte ich nicht als Decoy nutzen. Jetzt muss ich nur nochmal nach den CPUs Ausschau halten. Die Large Aux CPU, die andere, die müsste bei den normalen CPUs dann sein wahrscheinlich. Die T5 CPU. Das ist der Kern. Können wir uns eh mal freischalten. Nee, wo ist denn die Progenitor CPU? Ach, die muss man finden wahrscheinlich, die kann man gar nicht bauen, ne? Die muss man dann finden. Die werden dann in den Endgame-Drohnen drin sein. Okay, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ich mache zurück in das Rogue-System. Und werde dann noch Drohnenparts sammeln. Ich flitze dann, wenn die Titan zu kaputt ist, zurück ins SGR. Ich habe hier die Piratenbasis übernommen.
Das ist die Helios-Station, die hat eine Reparaturplattform und alles drum und dran. Dann kann ich da in der Station die Titan wieder zusammenflicken, wenn sie zu Aquadabbert ist. Im Rogue-System selbst habe ich festgestellt, kann ich kein Solar-Repair, also ich kann da eine Solar-Repair-Station setzen. Das bringt nur nichts, weil dort keine Sonne scheint. In 1.5 wäre es wohl noch gegangen, habe ich gelesen. Ich habe es ausprobiert, ich hatte keinen Erfolg damit. Und deswegen halt die Raider Base, die Header Headquarters übernommen. Da habe ich dann eine Chance, auch meine Titan zu reparieren. Wir fliegen da mal kurz rein und dotzen ein Nullifier an, einfach nur mal zu schauen, wie sich das mit den Schilden verhält. Ich werde die jetzt nicht, ich schalte mal alles an, was ich habe. Ich werde die jetzt nicht noch hier abfilmen in der Sendung. Ich will einfach nur mal gucken, wie sich das verhält. Und dann damit ihr einfach mal seht, was so ein EMP-Missile da an Schaden auf so ein Schild reißt. Fliegen tut hier einiges. Was hier so rumeiert. Dürften ja sicherlich drei Nullifier unterwegs sind in dem Sektor. Das ist ein Dismantler. Scout. Nullifier, da ist er geradeaus. Die Munition für die EMP-Missiles, die sind eigentlich auch relativ gut machbar. Kann ich euch auch gleich zeigen. Moment haben wir noch keine Akro. Also, das ist wirklich sehr moderat, was das an Kosten aufwirft für die EMPs. Wo sind sie denn? Da ist sie. Die normale Cruise Missile, hier ist die EMP Cruise Missile, 4 Stahlplatten ist geschenkt, 25 Prometheum Pellets auch geschenkt, 2 Restum Gel ist okay, 4 Elektronik geschenkt. Also das ist auf jeden Fall im absolut grünen Bereich, um das herzustellen. Das Ding braucht Prometheum, das braucht kein Magnesium, das braucht keine Nitrocellulose, all das, was irgendwie nervig ist zu besorgen. Von daher bin ich da sehr glücklich mit. Wo will denn jetzt dieser blöde Nullifier hin? Hat der Angst oder was? Der fliegt da direkt in die Poi rein. Da kann ich den ja gar nicht brauchen. Da drüben ist ein zweiter. Harvester. Noch ein Harvester. Ich muss sagen, ich finde es relativ prima, dass die zivilen Drohnen nicht automatisch aggro werden, sondern nur die Kampfdrohnen, sprich hier in dem Fall die Nullifier. Ich habe auch gehört, es soll von den Nullifiern einen großen Bruder geben. Im Moment bin ich mit den Nullifiern bestens bedient. Das muss nicht noch stärker sein. Aber wir sind ja auch erst ganz, ganz, ganz am Anfang vom Ausbau der Titan, was das späte Midgame angeht. So, und sobald wir in Reichweite sind, fängt die auch an, auf das Schild zu hämmern, hoffe ich doch. Nee, tut sie nicht.
Ich habe natürlich die großen Schiffe. Doch, die großen Schiffe sind an. Oh je. Völlig unkonfiguriert. So, da seht ihr, das sind die zwei Großmissiles raus. Eine Großmissile 69%, also eine macht 20%. Gut, der schießt natürlich damit zurück. Was ist denn jetzt, um Gottes Willen? So, da sind wir wieder. Empyreon ist gecrashed, warum auch immer. Unser Schild ist weg. Hier sind natürlich Drohnen ohne Ende. Mega nervig. Ja, der zweite Nullifier wollte mitspielen. Der hat seine Drohnen gerade ausgeschickt. Macht nichts, den können wir ja dann rückwärts pullen. Ich will die ja, wie gesagt, jetzt nicht zerlegen. Es ging nur, euch zu zeigen, was da für ein Schildschaden. Ich hatte die ja, wie wir das in den ersten Drohnensektor reingehüpft sind, hatte ich ja den Nullifier gerade mal auf 80% runtergekriegt, bevor meine Schilde aufgegeben haben. Jetzt komm, bau dein Schild auf, Titan. Das ist eigentlich auch eine Sache, muss ich sagen, die ich irgendwie, ich weiß nicht, ist es Balancing klar für PvP oder so? Aber ich sag mal, wenn mein Schild unten ist, immer 10 Minuten rückwärts fliegen zu müssen, bis es wieder da ist. Ich weiß nicht. Es wird seine Gründe haben. Was ich auch festgestellt habe oder worüber ich nachgedacht habe, ich kann ja, wenn ich Pflanzkübel in mein Raumschiff setze und Pflanzen einpflanze und dann einen Blueprint davon nehme, kann ich, warum auch immer, den Blueprint nicht mehr spawnen, weil verbotene Blöcke drin sind. Das habe ich einfach immer so hingenommen. Jetzt habe ich mir aber überlegt, die ganzen Pois und so, die werden ja mit, oder auch NPC-Schiffe, die werden ja mit gefüllten Pflanzkübeln gespawnt. Und deswegen muss das rein technisch möglich sein, gefüllte Pflanzkübel einzuspawnen. Warum ich das nicht mit meinen eigenen Raumschiffen mit bepflanzten Kübeln machen darf, weiß ich nicht. Rein technisch ist es auf jeden Fall möglich. Ich habe auch noch keinen Grund mir ausdenken können, der das erklärt. Also aus Balancing-Gründen kann es nicht sein. Pflanzen kannst du überall kaufen, lootest du überall. Wieso vorwitzigen Drohnen da? So, jetzt greifen wir mal den Nullifier an, wenn das Schild gleich voll ist. Es ist unglaublich, dass so eine Drohne, wie schnell die mir das Schild runterschießt. Das ist einfach der helle Wahnsinn. Aber der Nullifier kommt ja in meine Richtung. So, das verpufft. Da ist er. Wir gehen jetzt ran, 100%. Die sind eingeschlagen, 30% Schild runtergehauen. Die zwei EMP-Missiles. Das ist unglaublich.
Wenn wir jetzt natürlich nicht die ganzen Drohnen am Bobbes hätten, würden wir das Schild ohne Probleme runterkriegen. Warum da jetzt diese blöden Drone-Swarmer mitspielen müssen, ich weiß es nicht. Würde ich den Encounter jetzt machen, würde ich natürlich erstmal die ganzen Drohnen runterschießen. Und dann die Nullifier angehen. Wie gesagt, es ging jetzt einfach nur mal darum zu demonstrieren, was zwei EMP-Missile-Launcher einfach an krankem Schaden auf die Schilde machen. Ja, das waren 30%, hätte ich jetzt 4, wären schon 60% weg und mit 6 100% Schild unten. Guck mal, die Drone Hive Mother habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe keine Idee, welche Schildstärke natürlich NPCs haben. Die könnten möglicherweise stärkere Schilde haben wie ich, gar keine Frage. Aber wie gesagt, mit 4 oder 6 EMP. Guck mal, der hat immer noch seine Schilde nicht komplett. Jetzt geht mal rein, schießen die EMP drauf und wieder raus. Zack. Der kann da gar nichts dagegen unternehmen, wenn ich mit so starken EMPs schieße. Da brauche ich noch nicht mal meine Schild zu opfern, da kann ich wirklich reinschießen, raus und kann ihm so die Schilde runterhämmern. Katzing. Wobei er macht ja auch brutalen Schaden, ne? Drohnen am Hintern. Gut, wir könnten jetzt natürlich noch den Booster benutzen von der Titan, dass wir schneller ran und rauskommen. Und nerven einfach. Ja, aber seht ihr, so kriegt man richtig gut den Nullifier entschildet. Also, wenn wir mal die Drohnen da aus dem Weg haben, dann ist das kein Thema. Ach, der Harvester ist da im Weg. Klar, da schießen auch die MPs drauf. Aber ich denke, das ist tatsächlich jetzt, wie gesagt, das Ding ist auf Stufe Ultra. Da jetzt natürlich die MPs drauf. Schwenden ist auch so eine Sache. Schalten wir die natürlich aus, bis wir wieder ein Schiff mit Schild in der Nähe haben. Warum der Dismantler da jetzt anfängt zu nerven, weiß ich nicht. Bis jetzt haben sie eigentlich nicht angegriffen, die.
die zivilen, in Anführungsstrichlein, Drohnen. Bis jetzt waren da eigentlich immer nur die Nullifier gekommen. Aber die ganzen kleinen Swarmer-Drohnen sind weg. Kann man jetzt natürlich auch die Nullifier ein Stückchen rausziehen an die Spawn-Grenze. Und dann dürften auch irgendwann mal die Harvester umdrehen. Also ich kenne das eigentlich nicht, dass die einem angreifen. Gut, es kann sein, dass wir sie angeschossen haben, wie wir durchgeflogen sind, ne? Was eigentlich kein Thema sein sollte, denn die hast du relativ schnell entwaffnet. Das habe ich bei den Banditen gemacht. Ich habe denen tatsächlich die Waffen runtergeschossen. Und dann sind die ganze Zeit planlos in der Gegend rumgeflogen. Die sind zwar dann um dich drum rumgeflogen, aber da sie ja keine Waffen hatten, konnten sie auch nichts machen. Das war eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Kostet halt Zeit ohne Ende, aber dafür hast du vollen Loot. Wie kommt denn da von da oben? Dismantler. Wieder abhauen, da ist irgendwas von unten angekommen. Komm, Hackengas. Tschüss. Ach, der Nullifier. War ja klar, dass der mitspielen will. So, lassen wir es damit bewenden. Ich habe euch die Kampffähigkeiten der umgebastelten Titan ja jetzt demonstriert. Ich bin da eigentlich ganz glücklich mit der Konfiguration im Moment, was die MP angeht. Also das ist super toll. Mit dem Sektor kann man sich sicherlich den ganzen Tag beschäftigen. Mit jedem Kern, den wir zusammenbekommen, steigt natürlich die Schlagfähigkeit der Titan. Ich werde, wie gesagt, hier rumwüten und euch bei geeigneter Gelegenheit wieder dazu holen. Spätestens wenn ich den nächsten Kern mit Waffen aufsetze. Oder wenn es sonst irgendwas Interessantes zu berichten gibt. Ich verabschiede mich damit wieder von euch. Wie immer, denkt an ein Abo, falls noch nicht geschehen. Dann bekommt ihr Infos, wenn ich neue Videos hochlade. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich persönlich sehr darüber. Es ist immer wieder eine ganze Menge Arbeit, die Videos ja, aufzunehmen, zu schneiden und fertig zu machen für YouTube. Eine kleine Anerkennung ist da immer sehr dankend angenommen. Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt. Haltet die Ohren steif. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.